Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von und mit mir hier auf dem Dave Jones Manzer Kanal. Eigentlich bin ich wirklich happy. Mann, ist heute wieder im Verkehr draußen. An einem Sonntag, ja. Ich bin eigentlich recht happy, weil ich habe jetzt wirklich ein super Angebot gefunden. Eigentlich auch per Zufall, weil ich habe mir überall die Preise verglichen. Das Spiel ist so im Schnitt zwischen 40 und 60 Euro, je nach Zustand. Habe ich jetzt überall geguckt, eBay. Immer 40 Euro, 40 Euro, 40 Euro. Gut, akzeptabel bei Amazon. Rebuy genauso, Medimobs, Zocks. Und jetzt war ich sehr überrascht, dass ich das hier bei diesem Shop gefunden habe, über dem Marktplatz. Weil beim eigenen Shop kostet das Spiel, sagen und schreibe, 43 Euro und akzeptabel war der Zustand. Und das Spiel ging sogar noch weg. Und ich habe dafür bezahlt, für dieses feine Spiel, Mario Kart Double Dash. Was meint ihr, was ich dafür bezahlt habe? Der Zustand, sehr gut und es ist top. Zustand. Die Hülle ist leicht, einen leichten Schlierenfilm obendrauf. Und dann habe ich mir das ähnliche Spiel nochmal bei den selber nochmal woanders hergeholt. Auch bei Rebuy, das war noch übrig, das habe ich gar nicht gemerkt. Ich wollte beides Spiel, Rennspiel jetzt zusammentun. Weil das hat mir auch noch gefehlt. Ist ja so ein Teil für die PlayStation 2 auch. Ich schaue mir jetzt, wie die PSP-Version. Für das Spiel habe ich sage und schreibe mit Porto und Versand 27 Euro bezahlt. Und der Zustand ist, was meint ihr? Also man kann nicht meckern, ne? Bis auf den Aufkleber, den mache ich dann auch wieder ab hier. Seht ihr ja Momox. Ist ja der Ankaufshop von Medimobs. Also man kann sagen, die 25 Euro, also jetzt der reine Preis, man bezahlt ja noch die 3 Euro. Also da kann man nicht meckern. Für 25 Euro, das sieht man ja nicht mehr auf dem Flohmarkt. Auf dem Flohmarkt sieht man das vielleicht alleine, das Spiel. Und dann hat man das noch nicht mehr in der Originalhülle. Man sieht, kaum Schaden. Keine Knicke drinne, Ast rein. Und so sieht die Anleitung aus. Das Spiel wollte ich jetzt schon immer haben. Gab es letztes Jahr für 30 Euro im Rebuy-Angebot. 5 Spiele oder so waren noch da. Ich habe es nur auf der App gelesen. Und wo ich es dann so bestellen wollte, dann war es weg. Und da habe ich mich sowas geärgert zu Weihnachten. Und ich habe jetzt nie wieder so ein gutes Angebot gefunden. Wie gesagt, man kriegt das Spiel ohne Hülle für knapp 40 Euro, 35 Euro. Der An- und Verkaufhändler wollte mir das Ding, ja, das sah aus der Videothek. Und sagt er mir, no, ab 40 Euro, machen wir 40 Euro. So, wieso 40 Euro? Ist das Spiel so nicht komplett? Ja, das wird doch in eBay so gehandelt. Ja, manche richten sich nach eBay und man sieht hier, was alles mit dabei ist. Ist jetzt nicht das beste Spiel, aber für die GameCube-Konsole wollte ich das Spiel unbedingt haben. Ebenfalls allerhand drinne. Das ist ja sozusagen, ja, das finde ich geil. Auf jeden Fall, ich bin froh, dass ich das Ding jetzt wirklich in Händen halte. Man sieht auch alles mit dabei, ich sage ja. Selbst bei Konsolenkost wollen die 50 Euro haben. Und das gebraucht, da steht drin, Anleitung kann fehlen. Also, hallo. Also, ich bin hochzufrieden. Und das für 25 Euro findest du nirgendwo anders. Für diesen Preis, jeweils nie in diesem Zustand. Und das war mal wieder ein Glücksgefühl. Für diesen Preis. Also, wie ich das sehe, ist das, denke ich mal, von so einer Bundle-Version gewesen, weil es steht, nicht für den Einzelkauf bestimmt. Und jedenfalls, besser kann es eigentlich gar nicht sein. Ich habe das, glaube ich, auch nochmal kurz bei Medimobs selber geguckt. Und da gibt es die französische Version für knapp 30 Euro. Habe ich auch erst gedacht, das wäre es. Weil ich habe das auch bei denen auch selber nie gefunden. Wie gesagt. Klassiker. Mehr muss man nicht sagen. Bei der Switch wurde das ja auch jetzt eingeführt, bei der Deluxe-Version. Wo ich da keinen Unterschied sehe, außer dass man jetzt ein paar Zusatz-Items machen kann. Also wie hier.
Auf jeden Fall, ich bin zufrieden. Also mehr als zufrieden. Wir sind zufrieden. Jetzt können wir endlich mal die Konsole zu viert spielen. Und das macht Spaß. So, MotorStorm Arctic Edge. Ja, geht bis zu 6 Spieler online. Denke ich mal, geht's nicht mehr. Was? Von Big Studios. Sony gepublished. Das ist das Finkler Studio. So, dann schauen wir hier mal kurz. Hat mich jetzt auch nicht viel gekostet. Glaube ich 3 Euro oder so. Oder 2 Euro. Ja. Schauen wir hier mal kurz rein. Die UMD. Ich bin ja auch so auf der Suche, noch mal ein paar Filme zu finden. Hier ist komischerweise die Hülle auch umgedreht. Ja. Er hat da alles richtig gemacht. Der Vorgänger, der das Spiel besessen hat. Ja, das USK-Logo verschwinden lassen. Ja. Jetzt haben wir noch ein paar Bildchen. Ja. Schauen wir das mal an, wie das so umgesetzt ist. Ich glaube, ist das nicht das einzige Spiel für den MotorStorm? Ich glaube, es gibt noch einige Spiele für die PSP. Ich sage, die PSP, die ist für unterwegs immer noch. Ich habe ja die 1004, die andere, die günstige Variante. WLAN und alles mögliche. Funktioniert eh nicht mehr mit der PSP. Ah, halt ein bisschen Text. Und das war's. Ja, halt wieder ein schönes Spiel für die PSP. Die Sammlung mache ich auch langsam voll, obwohl ich eigentlich keine Komplett-Sammlung machen will. Aber die Spiele, die ich auch so unterwegs nochmal spiele, die Klassiker, die hole ich mir doch weiter, statt sie jetzt irgendwie bei der PS wieder downzuladen, was ja auch im Angebot ist. Boah, das soll es gewesen sein. Könnt ihr mir sagen, ob das jetzt 25 Euro wirklich zu teuer war? Also ich sage mal nein. Für mich war der Preis genau richtig. Ich sage, wie gesagt, auch auf den Börsen gibt es die Dinger auch recht teuer. Ich bin zufrieden. Und ich hoffe, ihr könnt mit dem Spiel auch was anfangen. Sagt mir eure Meinung dazu. Wie fandet ihr die Mario Kart Double Dash Version für den GameCube? Die Spiele wurden, die Strecken wurden ja auch immer wieder neu recycelt auf anderen neueren Versionen. Ich will euch natürlich mal komplett die Karten spielen, die es gibt. Wie gesagt, viel Spaß mit meinen anderen Videos. Vielleicht kommen noch ein paar Retro-Unboxings oder Gebraucht-Unboxings. Bis jetzt habe ich noch nicht Glück gehabt, dass ich das irgendwie auf Verkauf gesehen habe oder Flohmärkte. Das war immer Reinfälle. So soll es gewesen sein, wie ich schon mal wiederholt habe. Viel Spaß mit meinen anderen Videos und bis später. Ciao.